Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mampfen und Bewerten. Heute mit der 5-Minuten-Terrine Kartoffelbrei mit Erbsen und Möhren. Ihr seht im Hintergrund schon, Wasserkocher ist am Start, liegt bei 95 Grad. Das heißt, dass wir sind kurz vorm Siedepunkt angerannt. Was müssen wir machen? Im Prinzip schütteln wir mal am Anfang, öffnen die Schotten, ziehen nicht ganz ab und sehen hier drinne jetzt das Leckereiche. Das ist alles ganz trocken. Das heißt, das braucht Wasser und zwar bis zu dieser Linie und danach müssen wir eigentlich nur umrühren und können danach 5 Minuten warten und dann auch schon verköstigen. Ganz easy peasy, schnelle Bälle. So, zack, gefüllt. Jetzt heißt es, wir schauen an, was da drin geschieht. Oh, guckt es euch an, es blubbert. So, jetzt guckt mal da. Ich mache jetzt leckeren Püree. Oh, so, schön umrühren, damit überall ein bisschen H2O an das Produkt kommt. Und dann machen wir hier Deckel zu, ne, so ein bisschen abdecken und 5 Minuten circa stehen lassen. Ihr könnt auch das Ding 8 bis 10 Minuten stehen lassen. Es ist halt nicht so heiß dann. Das mag ich zum Beispiel viel lieber. Und dann kommen wir zum Verkosten. Nun ist es Zeit, diese 5-Minuten-Terrine zu probieren. Wir haben ungefähr 8 bis 10 Minuten sind vergangen. Denn ich mag das nicht so heiß, wisst ihr. Und nun checken wir mal ab, wie das so schmeckt. Die Konsistenz des Kartoffelpürees hätte ein wenig mehr fester sein können. Denn der Kartoffelpüree, wenn er in einer dickeren Konstellation ist, seht ihr, dann bewegt er sich. Ich mag es lieber, aber es ist meine eigene Vorliebe, ihn etwas härter zu haben, dass er nicht bröckelig ist, aber noch schön cremig ist, okay? Das heißt also hier ein wenig nicht so cremig oder nicht so wabbelig wäre mir lieber gewesen. Das heißt also dort könnte man nachbessern, indem man einfach ein wenig weniger Wasser nimmt. Dann hat man das schon selber hingeformt. Was ist denn da hier los? Maggi sagt, die Maggi 5-Minuten-Terrine Kartoffelbrei mit Erbsen und Möhren ist bei groß und klein Kartoffelfans beliebt. Denn Kraft Kartoffelbrei mit Gemüse ist einfach lecker. Wir genießen Kartoffelbrei-Klassiker mit knackigen Erbsen und Karotten. Und das stimmt. Die Erbsen sind wirklich knackig. Sie schmecken richtig gut. Röstzwiebeln und Feinkräuter. Die Maggi 5-Minuten-Terrine Kartoffelbrei mit Erbsen und Möhren heißt, es ist cremig und unheimlich lecker. Ob als schnelle Mahlzeit, in der Mittagspause, als deftiger Snack auf der Couch beim Heimkinoabend oder als schnelle Stärkung beim Heimwerken. Die Maggi 5-Minuten-Terrine Kartoffelbrei mit Erbsen und Möhren ist die ideale Zwischenmahlzeit. Denn in wenigen Minuten zubereitet und so einfach ist es wirklich. Habt ihr gesehen? Den Becher öffnen, kochendes Wasser bis zur Fülllinie gießen, sofort umrühren, 5 Minuten stehen lassen und im Prinzip kannst du danach losballern. Dann nochmal umrühren und dann Kartoffelbrei mit diesen Leckereien probieren. Super. Wirklich lecker. Die Maggi-Fertiggerichte sind ideal, um schnell und einfach eine warme Mahlzeit zuzubereiten. Wenn wir das Ding ballern, dann sind 182 Kilokalorien, die wir uns da aufnehmen. Das sind 764 Kilojoule. 7,1 Gramm Fett, davon gesättigte Fettsäuren 3,5 Gramm. Kohlenhydrate 24,1 Gramm, davon Zucker 3 Gramm, Ballaststoffe 3 Gramm, Eiweiß 1,7 Gramm und Salz 0,73. Die Bewertung folgt 9 von 10 Punkten. Sehr gut, sehr lecker. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!